Dieses Video stellt eine Kurzfassung der Reise Imam Husseins von Medina nach Karbala dar. Am 20. Rajab im Jahr 60 nach der Hijra starb Muawi ibn Abu Sufyan. Er hatte über 20 Jahre tyrannisch von Scham aus über die Muslime geherrscht. Nachdem Muawi starb, wurde sein Sohn Yazid ibn Muawi Khalif. Yazid war noch schlimmer als sein Vater. Zusätzlich zu all den üblen Eigenschaften seines Vaters machte er den Islam öffentlich lächerlich. Man sah ihn oft betrunken Lieder singend, die sich über das Ritualgebet den Propheten Muhammad s.a.w. und dessen Ahlul Bayt lustig machten. Muawi missbrauchte den Islam. Yazid hingegen war dazu entschlossen, den Islam auszulöschen. Yazid sandte einen Brief an den damaligen Gouverneur von Medina, Walid bin Utba bin Abu Sufyan, in dem er ihn aufforderte, den Treueid von Imam Hussein, dem amtierenden Imam der 12 Imame, einzufordern. Imam Hussein lehnte den Treueid mit diesem Tyrann ab und verließ die Stadt, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, in Richtung Mekka zur Pilgerfahrt. Seine engsten Gefährten begleiteten ihn. In seinem Testament schrieb er, dass er Medina für die Rechtleitung der Menschen verließ, also um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Imam Husseins Karawane verließen Medina am 28. Rajab und erreichten Mekka am 4. Schaaban. Ein spezieller Bote aus Kufa namens Reis ibn Musir brachte ihm tausende Einladungsbriefe aus Kufa. Die dortige Bevölkerung wollte ihm den Treueeid leisten. Imam Hussein a.s. schrieb zuvor einen Brief an die Bürger Kufas und sandte Muslim ibn Aril als seinen Botschafter am 15. Ramadan vorab, um von der dortigen Situation in Kufa zu berichten. Da Imam Hussein a.s. zudem von Plänen Yazids erfahren hatte, ihn in Mekka ermorden zu lassen und jener heilige Ort geschützt werden musste und er mittlerweile einen Brief von Muslim ibn Aril über die Richtigkeit der Einladungsbriefe und die Bestätigung der Treue der Kufiten erhalten hatte, unterbrach er seinen Hadsch und verließ mit seinen Karawanen am 8. Zulhijja Mekka, um nach Kufa zu reisen. Dies war allerdings auch der Tag, an dem Muslim ibn Aril gemartert wurde. Jedoch erfuhr Imam Hussein erst auf dem Weg von seiner Ermordung. Am Montag, 14. Zulhijja, schlossen sich Aun und Muhammad, die Söhne von Hazrat Zainab Salamullah alaiha und Abdullah ibn Jafar, in der Siedlung namens Saad Yarq Imam Hussein an. Imam Hussein traf hier Bish bin Ghalib, der über die Untreue der Kufiten berichtete. Ihre Herzen seien mit ihm, aber die Schwerter gegen ihn. Als sie eine Siedlung namens Hajir am Dienstag, den 15. Zulhijja, erreichten, schickte Imam Hussein seinen Boten Reis ibn Musir nach Kufa los mit der Botschaft, dass sie sich auf seine bevorstehende Ankunft vorbereiten sollen. In dem Ankündigungsbrief schrieb Imam Hussein a.s.: Ich habe den Brief von Muslim ibn Aril erhalten. Der Brief beinhaltete eure Unterstützung und Treue. Gott belohne euch dafür. Ich werde in den nächsten Tagen in Kufa ankommen. Noch bevor Reis in Kufa ankam, wurde er von Ubaidullah ibn Ziyads Männern festgenommen und hingerichtet. Am Montag, den 21. Zulhijja, begegneten sich Imam Hussein und Suhayr ibn Rain in der Siedlung Sarut. Suhayr ibn Rain war nach seiner Pilgerfahrt auf dem Rückweg von Mekka nach Kufa. Er beschließt sich, Imam Hussein anzuschließen. Am Dienstag, den 22. Zulhijja, wurde in der kleinen Oase namens Salabiyya Rast gemacht. Hier erfuhren sie von der Lage in Kufa und der Ermordung Muslim ibn Arils und Hani ibn Urwas. Daraufhin setzte Imam Hussein sich mit seinen Gefährten auseinander. Einige, die mit dem Imam aus Gier nach weltlichem Reichtum gekommen waren, trennten sich nach dieser Nachricht von ihm. Außerdem begegneten sich in dieser Oase Wahab ibn Abdullah Qalbi Nasrani, seine Frau und Mutter mit Imam Hussein. Sie konvertierten zum Islam und schlossen sich dem Imam an. Am Mittwoch, den 23. Zulhijja, in der Siedlung Sobale, erhielt Imam Hussein die traurige Nachricht, dass die Kufiten ihren zuvor geleisteten Treueeid zurückgenommen haben. Daher kehrten viele von Imams Gefährten zurück und die wahren Gefährten blieben.
Am Samstagmorgen des 26. Sulhijjas erreichten die Armee von Hur ibn Yazid al-Riyah die Karawane des Imams bei Sharraf und hinderte sie daran, nach Kufa zu gehen oder nach Mekka zurückzukehren. Imam nahm den dritten Weg, der nach Karbala führte, und befahl, viel Wasser von dort mitzunehmen. Gegen Mittag ließen sich Imam Husseins Karawane in Sihosam nieder. Als Hurs Armee durstig diesen Ort erreichte, gab Imam Hussein ihnen und ihren durstigen Pferden Wasser. Imam Hussein und Hurs Armee verrichteten hier gemeinsam das Sur- und Asr-Gebet, welches von Imam Hussein geleitet wurde. Am Sonntag, den 27. Sulhijja, ließen sich Imam Hussein a.s. und die Armee von Hur, die sich parallel und nah beieinander bewegten, in Beisa nieder. Imam Hussein hielt eine Predigt vor Hurs Armee mit der Hoffnung, sie rechtzuleiten. In Usaybul Hijanat am Montag, 28. Sulhijja, schloss sich Nafi' bin Hilal mit einer Gruppe von Schiiten dem Imam an. Hier erfuhr Imam, dass sein Bote Qais ibn Musir hingerichtet wurde. Am Mittwoch, den 1. Muharram, wurde in Qasr Bani Muratil Rast gemacht. Imam Hussein traf hier einige Kufiten, unter anderem Ubaidullah bin Hur Du'fi, und bat sie, ihn zu unterstützen. Aber sie wiesen den Imam ab und unterstützten ihn nicht. Hur wurde befohlen, die Karawane von Imam Hussein a.s. in einer unbewohnten Wüste ohne Wasser und Gras aufzuhalten und sie zu zwingen, dort sich niederzulassen. Somit kam Imam Husseins Karawane am Donnerstag, den 2. Muharram, Jahr 61 Hijri, in Karbala an. Dieser Ort war eine unbewohnte Wüste. Die nächstgelegene Siedlung war das Dorf Aseriya, welches sich auf der anderen Seite des Flusses Euphrat befand. Wenn sie hier nicht anhielten, dann gäbe es auch nicht den Namen Karbala. Am Freitag, den 3. Muharram, kam Umar ibn Sa'd mit 4000 Mann in Karbala an. Innerhalb von 3 Tagen traten weitere 16.000 Soldaten von Ubaidullah ibn Ziyad der Armee von Umar ibn Sa'd bei. Am Dienstag, den 7. Muharram, schrieb Ubaidullah einen Brief an Umar ibn Sa'd, in dem er befahl, dass man Imam Hussein vom Wasser des Euphrats fernhalten soll. Ibn Sa'd beauftragte Amr bin Hujjaj mit 500 Mann, den Zugang von Imam Hussein zu Euphrat zu verhindern, damit sie kein Wasser holen konnten. Am Mittwoch, den 8. Muharram, hatten Imam Hussein a.s. und Umar ibn Sa'd einen Kompromiss erzielt, um einen Krieg zu vermeiden. Als Ubaidullah jedoch dies am Donnerstag, den 9. Muharram, erfuhr, wurde er von Shimr bin Sildushan provoziert, um einen Brief an Umar ibn Sa'd zu schreiben. Somit schrieb er: "Ich habe dich nicht geschickt, damit du mich mit Hussein versöhnst. Sobald der Brief eintrifft und Hussein unseren Vorschlag nicht beachtet und keinen Treueeid leistet, greife sie an und töte ihn und seine Gefährten. Wenn du auf mich hörst, dann bist du bei mir beliebt und wirst respektiert. Aber wenn du nicht gegen Hussein kämpfen willst, wirst du als Kommandeur der Armee entlassen und das Kommando wird Schirm überlassen." Umar ibn Sa'd befahl bei Sonnenuntergang des 9. Tages den Angriff. Mehr als 20.000 Soldaten griffen die Zelte des Imams an. Imam bat Umar ibn Sa'd um eine weitere Nacht zum Beten und Koran lesen. Am Freitag, 10. Tag des Monats Muharram, Ashura, kam es zum Höhepunkt der Tragödie. Imam Hussein a.s. und seine mindestens 72 Gefährten, darunter Frauen, Kinder und Ältere, stellten sich einigen 10.000 bestausgerüsteten Soldaten Yazids. Somit verteidigte Imam Hussein die Wahrheit durch Aufopferung des eigenen Lebens. Thank you.